26 Quadratmeter. Mehr Platz habe ich für die heutige Folge nicht. Hier geht's zum Bad. Da ist die Küche. Und das ist schon der Rest der Wohnung. Ich bin Katrin und heute geht es bei Interior darum, wie ihr eine kleine Einzimmerwohnung platzsparend und trotzdem gemütlich einrichtet. In Teil 1 erkläre ich euch, worauf ihr bei der Möbelauswahl achten müsst. Und in Teil 2 zeige ich euch Tipps rund um die Stellweise der Möbel, Raumtrennerideen und Deko-Hacks. Kochen, Wohnen und Schlafen muss hier ja alles in einem Raum stattfinden. Deshalb brauche ich die passenden Möbel und die suche ich mir jetzt. Ich brauche Möbel, die platzsparend sind und gleichzeitig den Raum auch gemütlich machen. Wenn ich viele Möbel in einem Raum habe, also Bett, Sofa und Flurmöbel, dann ist es wichtig, sich auf wenige verschiedene Farbtöne zu konzentrieren. Da meine Küche weiß mit grauen und schwarzen Akzenten ist, verwende ich weiterhin diese Farben. Aber ich suche auch Möbel in Holztönen für eine gewisse Wärme. Für den Flurbereich brauche ich schmale Möbel, die nicht so weit in den Raum hineinragen und schön leicht wirken. Wie zum Beispiel solche kleinen Schuhregale. Da kommen auch wirklich nur die Schuhe rein, die ich täglich brauche. Mein Esstisch soll in Holztönen sein, mit ausklappbarer Platte. So in der Art wie der hier. Sehr gemütlich, aber auch ganz schön wuchtig. Ihr kennt ja meinen Platzbedarf. Also mein Sofa muss definitiv eine Nummer kleiner ausfallen. Und deshalb werde ich auch auf so eine Rekamiere verzichten. Kord für die Gemütlichkeit und filigrane Füße für die zierliche Wirkung im Raum. Perfekt! Der Couchtisch dazu muss natürlich auch platzsparend sein. Da ist so ein Set prima. Das kann man ein bisschen ineinander schieben. Und wenn man zwei Tische braucht, einfach weiter auseinanderziehen. Für den Platz, den ich zur Verfügung habe, brauche ich jetzt ein Bett mit 1,40er Breite und zusätzlichem Stauraum. Wow, da ist richtig viel Platz. Für meinen Schlafzimmerschrank möchte ich einen mit integriertem Spiegel. So spare ich Platz an der Wand und der Spiegel vergrößert den Raum optisch. Wichtig ist mir auch, dass der Schrank nicht zu tief ist. Die Möbel habe ich jetzt zusammen. Und wie ihr die geschickt anordnet, jede Ecke ausnutzt und trotzdem gemütlich einrichtet, das zeige ich euch im nächsten Video. Wir sehen uns, eure Katrin.